Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es kann weitergehen bei Let's Play Galarians für die PlayStation. Wollen wir nochmal schauen, was uns jetzt auf unserer Etage erwartet? Denn es gibt einiges, was hier nicht allzu schön uns erwarten könnte. Wollen wir erstmal losgehen? Jetzt gehen wir in unsere Etage nach oben. Zack, jetzt fahren wir hoch. Ja. Jetzt geht's erstmal nach oben. So. Zack. Was ist das hier für ein Zimmer? Zimmer 304. Wollen wir doch mal reingehen in 304, mal schauen. Oh, hier ist jemand. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Okay. Nicht sehr schön. So, dann wollen wir doch jetzt mal schauen, was es hier noch so für Räume gibt. Also das war jetzt ein bisschen dubios. Ja, das müsste 303 hier sein. Ja, da gehen wir doch erstmal rein. Oha. Hey, Verschwende, willst du auf dem Friedhof landen oder was? Moment mal, ich suche nur jemanden. Verschwinde lieber. Wenn du dein Leben irgendwie lieb ist. Moment. Ist klar. Ist klar, Junge. Ich lass mich nicht abwimmeln. Definitiv nicht. Ich lass mich definitiv nicht von ihm abwimmeln. Er droht uns mit Mord. Ist klar. Rein da. Du bist ja immer noch da. Ich glaube, der hat ein paar Probleme, seine Aggression unter Kontrolle zu kriegen. Tja, so. Dann wollen wir doch jetzt mal in unser Zimmer gehen. Das Zimmer ist nämlich jetzt hier gegenüber. Das ist die 302. Ihr hört hier keine Uhr ticken. Ihr habt vielleicht im Hintergrund im Video da vorne Uhr ticken hören. Das ist auch später von Bedeutung. Zimmer 305. Können wir mal nachschauen. Ist abgeschlossen. Und die Tür geht auch nicht auf. Das heißt, die 302 ist wahrscheinlich die Tür, wo ich gerade dran vorbeigelaufen bin. Genau, hier ist ja unser Zimmer. Zimmer 302. Das scheint ja unser Zimmer zu sein. Wir können es nicht scannen, aber wir können reingehen. Werden wir jetzt auch mal tun. So. Lilia, wo bist du? Warum rufst du mich denn nicht? Hier ist der Empfang. Wenn Sie Hilfe brauchen, wählen Sie die 9. Vielen Dank. Jetzt wirst du uns nicht mehr entkommen. Oha. Hört sich ja gar nicht gut an. Muss erstmal hier umschauen. Entmüdungskapsel, ganz wichtig. Wir haben ja 2 Stück gebraucht gegen Batman. Das war jetzt nicht so prickelnd. Du erkennst eine dreckige Badewanne. Ich untersuche mal den Spiegel. Zu Ihren Diensten. Zimmer 306. Scannen wir mal. Hast du diejenigen gefunden, denjenigen gesucht, den gefunden, gefunden, gesucht, den du gefunden, den du gesucht hast? Okay, dieser Spiegel gibt uns einen Hinweis für unseren nächsten Aufenthalt, beziehungsweise für unseren nächsten Raum, den wir betreten. Und außerdem ist hier noch Red. Jetzt muss ich gucken. Red habe ich, glaube ich, noch. Ich werde auch hier einiges an Red brauchen, Leute. Davon mal abgesehen. Und außerdem muss ich auch wieder Nerken nachjagen. Oh Mann. Hoffentlich finde ich hier noch Nerken. Das ist mir erstmal wichtiger. Es gibt einfach keine Spur von Lilia. Stimmt wohl. Jetzt müssen wir uns in Raum 306 begeben.
Oh Mann, also ich hasse dieses Hotel. Ich habe es damals abgrundtief gehasst. So. Denn ich weiß noch ganz genau, wie ich damals hier runtergelitten habe. Denn dieser Ort, dieses Hotel, war damals mein Verderben in diesem Spiel. Ich habe es nicht geschafft. Ich weiß noch ganz genau, wo ich gescheitert bin. Zimmer 306, Was aha. machst du hier? Ich suche jemanden. Wie heißt du? Ryan. Ryan Steiner. Naja, ich muss dich das einfach fragen. Auch wenn du ganz nett aussiehst, das wirst du sicher verstehen. Okay. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich gehe jetzt aber einfach wieder rein. Denn ich soll ja hier hingehen. Das ist ja der Typ, der angeblich zu meinen Diensten ist. Wollen wir nochmal schauen, ob er wirklich zu unseren Diensten ist. Aha, er bleibt jetzt auch da stehen. Dann kann ich mich ja jetzt erstmal hier ein bisschen umschauen. Ich glaube, hier rechts liegt noch was für mich. Mein Anzug ist herausgelegt worden. Nee, das wollte ich irgendwie nicht. Nerken. Oh, wunderbar, Nerken gefunden. Das wollte ich haben. Und ich glaube, hier liegt auch noch der Meteor. Genau, der Meteor. Muss ich gucken, wie viele Pillen habe ich. An der Meteor 3. 3. 3, 3, 2, 1, 1. Okay, merke ich mir. Jetzt muss ich einmal hier schauen. Was ist hier vielleicht? Vielleicht ist hier was am Spiegel. Hier, wo könnte Lilia sein? Scan? Können wir nichts machen. Okay. Auch hier steigt das AP, die AP-Bilanz wieder recht schnell. Du schon wieder? Entspann dich. Wir sehen uns in der Lobby. Ja gut. Wenn er uns sagt, dass wir in der Lobby ihn wieder treffen, dann sollten wir das auch machen. So. Alles klar. Jetzt gehe ich wieder in die Halle. Ich weiß. Oh nein, ich weiß, was jetzt passiert. Leute, da ist gleich wieder Zeit für einen Schnitt. Auf jeden Fall. Denn gleich erscheint das erste fiese Erlebnis in diesem Hotel. Von dem wir leider nur Nachzeuge werden. Ich sag's jetzt schon. So, wir sollen also in die Lobby. Fahren wir doch mal runter. So. Fahren wir doch glatt mal runter und schauen mal, was da auf uns wartet. So. Ich rüste erstmal schon mal auf Red um. Das mache ich auf jeden Fall. Zack. Okay. Okay. Was zum? Ach du meine Güte. Schau dir diese Blutspur an. Gar nicht gut. Ich schaue jetzt erstmal hier. Das Gästebuch fehlt. Auch nicht gut. Alle Zimmerschlüssel sind verschwunden. Naja. Dann wollen wir doch mal glatt mal da reingehen. Mal schauen, ob wir irgendwelche Indizien finden. Ach du meine Güte. Das ist doch wohl jetzt nicht wahr. Oh mein Gott, der Büroangestellte. Warum? Scannen wir mal. Aha, das müssen die beiden gewesen sein. Rita, er kommt wegen ihr. Also ist Lilia hier. Kann ich ihn jetzt töten? Warte, bis wir Lilia gefunden haben. In Ordnung. Bist ein guter Junge, Reinhard. Reinhard heißt er also. Oh ja, Reinhard. An ihn erinnere ich mich noch sehr gut. Schauen wir uns erstmal hier das hier an. Ist dies der Schaltplan der elektrischen Anlage? Oh ja. Das ist er. Aber erstmal laufen wir mal geradeaus durch. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden auf dem Tisch. Vielleicht finden wir ja noch was. Entmüdungskapsel. Yes, noch eine Entmüdungskapsel mehr. Kann man nie genug haben. Sage ich jetzt schon, vor allem hier in diesem Ort. So, und was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Unterbrecherkontakt. Ja, ich aktiviere ihn mal. Clock. Okay. Ich mache ihn aber wieder an. Ich werde auch gleich erklären, warum. So. Strom ist wieder an. Gut. Jetzt haben wir auch wieder Strom hier. Du siehst ein paar Arbeitsspende. Okay. Die interessieren mich aber jetzt erstmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Oh Mann, Leute. Nicht sehr schön. Ach du meine Güte. Das ist doch dieser Typ von vorhin. Das ist doch Reinhardt gewesen. Naja. Hä? Da steht ja dieser Typ.
Er hat ja gesagt, wir treffen ihn hier. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Wollen wir mal schauen. Nochmal. Lang, dreimal kurz, lang. Merkt euch das mal. Denn das ist ein Rhythmus für den Klopfrhythmus, den wir an der Tür benutzen müssen. Zimmer 204. Er erinnert euch vielleicht an diese recht desaströse Ortschaft. Und jetzt erkläre ich euch auch, warum ich den Strom wieder angemacht habe. Wenn ich den Strom ausgemacht hätte, würde der Speicherplatz nicht funktionieren. Ja, das ist eine recht clevere Aktion, die in diesem Spiel eingebaut wurde, finde ich. Weil man unterbricht ja quasi den ganzen Stromkreislauf. Tja, Leute, das soll es auch erstmal wieder für Galarians gewesen sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sprach der Raven halt nimmer mehr.